Ja Leute, da wären wir mal wieder zu einer neuen Folge von Tiny Crush Attack 10, heute am Laptop erneut, im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und ich bin mal gespannt, was in dieser Folge alles los sein wird. Wir müssen uns langsam aber sicher eine andere Aufgabe suchen, der ich nebenbei nachkommen kann, damit ich nicht immer das gleiche mache. Denn in den letzten Videos hat es mich nicht direkt gestört, aber es ist mir schon sauer aufgestoßen, dass das doch alles sehr ähnlich aussah, mit einer Ausnahme, als wir hier halt unterwegs waren in der Stadt. Und deswegen überlege ich gerade, wie ich dem entgegenwirken könnte. Naja, also hier auszubauen wäre eigentlich eine Idee, da mache ich mal ein bisschen weiter, aber zu viel kann ich auch nicht machen, denn da muss ich mehr und tiefgehender planen im Stream am besten, damit ich auch Gelegenheit habe, so ein bisschen zwischendurch nachzudenken, okay, wie willst du hier und da weitermachen? Aber das reine Ausheben sollte eigentlich gehen. Ich kann ja auch zum Beispiel hier unten schon mal Blöcke drunter setzen, damit ich darüber dann jederzeit alles ohne Gefahr auswechseln kann und nicht aufpassen muss, dass ich nicht noch weiter nach unten falle. Das wäre doch sehr kontraproduktiv und deswegen ist das ja gerade eine gute Idee und ausleuchten sollte ich vor allem, genau. Damit hier nicht unnötig Sachen spawnen, ansonsten muss ich dann mal schauen, wie ich hier reingehe und das generell gestalte von der Form und Aufteilung her. Da oben können wir zum Beispiel noch das ein oder andere zumachen. Hier hinten wäre es dann ähnlich, da würde ich in diese Richtung noch ein bisschen graben und wahrscheinlich einen relativ großen Raum ausheben. Da können wir also jetzt theoretisch die Gelegenheit ganz gut nutzen. Naja, mal sehen, wie weit ich komme. Ich muss natürlich auch auf die Geräte aufpassen, die halten nicht mehr allzu lang. Obwohl ja, Reparatur hätten wir drauf, aber wir haben ja neulich gesehen, wie mühsam das teilweise ist. Da wäre es theoretisch noch eine Idee, im zweiten Teil dieser Folge in den Nether zu gehen, um mal viel Quarz und so weiter zu farmen. In der Hoffnung, dass das mit der Folge nicht wieder allzu sehr ausufert, denn ich weiß noch, bei den letzten Malen habe ich wieder ein bisschen zu lange gebraucht für meinen Geschmack, um die Folge fertig zu machen. Obwohl das auch nicht unbedingt hier nur der Fall gewesen ist. Beim letzten Mal hatte ich halt nicht so viel Zeit, da musste ich am Ende schnell weg. Bei Infinity und Top Attack ist das viel schlimmer gewesen. Da war die Rohaufnahme dann wieder 26 bis 28 Minuten lang und das ist mir einfach viel zu viel. Ich möchte das eigentlich auf 20 maximal begrenzen, dass ich darunter auf jeden Fall bleibe. Denn sonst gehen ja die Aufnahmen länger als ein Stream und das sehe ich irgendwie nicht ein. Ich möchte schon noch das Verhältnis einigermaßen wahren. Natürlich kann man das zwischendurch machen, bei Specials und so weiter, dass man das hier und da einstreut auf die Art und Weise, aber dann muss es auch wieder Ausgleichmöglichkeiten geben, dass man vielleicht auch nur 17 bis 18 Minuten braucht. Statt immer wieder dieser übertriebenen Längen, da würde ich in der Zeit doch eher mal begrüßen, wenn ich es schaffen würde, eine andere Folge aufzunehmen von irgendeinem Projekt. Das wäre viel, viel effizienter und vor allem auch wegen des Speicherplatzes, der mir zur Verfügung steht, eine bessere Entscheidung, denn der Platz, den die Datei einnimmt, ist maßgeblich davon bestimmt, wie lange die Datei geht. Also wenn ich 27 Minuten aufnehme, dann ist die Dateigröße einigermaßen proportional größer als zum Beispiel bei 20 Minuten oder kürzer. Und deswegen muss ich da aufpassen, dass das nicht wieder so kommt. Wir hatten das ja schon mal in TinyCR 10 jetzt auch, dass ich immer wieder so lange gebraucht hatte etc. Das ist in der Phase gewesen, als ich hier die Stadt regelmäßig gezeigt habe. Neulich habe ich ja ein bisschen über die einzelnen Phasen in dem Projekt gesprochen und wie sich das entwickelt hat. Und so, ich sag mal im Februar oder auch Januar schon und März ist mir das extrem aufgefallen, wie lange ich immer gebraucht habe und musste das unbedingt im Nachhinein ändern. Zurzeit bin ich ja, by the way, auch dran, die Top Attack Folgen, die ich vor einem Jahr knapp aufgenommen habe, zu schneiden. Das wird auch langsam notwendig, denn ich kann sonst echt nicht mehr allzu viel Speicherplatz garantieren, aber wenn ich das so wegschneide, weißt du, eine Rohaufnahme kann ich löschen, dann kommt eine hiervon dazu, dann geht das System noch auf, aber ich muss natürlich auch dazu kommen und dann darf der Speicher sich von beiden Rohdateien auch nicht zu sehr unterscheiden. Und damals in den Top Attack Folgen habe ich auch auf jeden Fall darauf geachtet, dass ich unter den 20 Minuten bleibe. Von daher wäre das der nächste Grund, dass ich das jetzt erneut so angehe, aber naja, mal sehen, was die Zukunft zeigt, jetzt auch in nächster Zeit, wie oft ich zum Aufnehmen überhaupt komme. Das ist ja ein durchaus nicht zu unterschätzender Faktor, es kann jederzeit sein, dass ich nicht mehr so in der Frequenz dazu bereit bin, hier aufzunehmen, vor allem gehen dann andere Projekte auch vor, dann mit dem Schneiden ist das nächste Problem, dass wenn erstmal aktuellere Folgen, die dazwischen kommen und halt vorgehen, die dann aber länger zum Schneiden dauern, ich natürlich nicht mich an die
Top-Attack-Folgen setzen kann, die von mir aus gesehen erst in einem Monat oder so kommen. Das ist aktuell der Fall. Ich bin da einigermaßen gut vorangeschritten. Also das gefällt mir definitiv. Da habe ich ja lange drüber geklagt, dass es mir eigentlich bei keinem Projekt gelingt, so vorzugehen. Aber jetzt ist es endlich soweit und da haben wir natürlich schon mal einen guten Fortschritt. Vor allem kann ich jetzt die Zeit auch noch nutzen, wenn ich nicht so viele Vorlesungen etc. habe. Das muss man ja auch mal dazu sehen. Ich komme mir aktuell eh vor, als hätte ich Herbstferien nochmal, obwohl gerade die Sommerferien rum gewesen sind. Denn ich habe ja erzählt, dass dieses Donnerstagsmodul erst am 9.11. losgeht, also heute in 2 Wochen. Und das andere Modul ist zum Beispiel nächste Woche auch nicht am Dienstag, weil da Feiertag ist bei uns, weswegen wir das erst in 2 Wochen wieder haben. Und dadurch habe ich bis dahin einfach frei, auch wenn wir natürlich einige Aufgaben zu erledigen haben. Das darf man nicht vergessen. Ich muss ja dann den ersten Vortrag halten, also diese kleine Präsentation von dem, was wir geschafft haben, beziehungsweise ich für mich geschafft habe. Das heißt, jeder aus der Gruppe ist dazu verpflichtet, sein Thema zusammenzufassen. Es muss auch nicht allzu lang sein, aber natürlich am Anfang fällt das etwas schwer, weil man sich da reinfinden muss. Wahrscheinlich später, wenn man dann so im Modus und in der Routine ist, geht das nochmal deutlich leichter. Aber naja, natürlich ist das jetzt noch gewissermaßen auch, wie ich in den Titel geschrieben habe, der letzten Folge, die Ruhe vor dem Sturm. Der Zustand hält also angenehmerweise noch eine Weile an, aber in 2 Wochen geht spätestens los und da muss ich mich gefasst machen, dass ich weniger schaffe und so weiter. Vor allem, weil wir ja noch eine Aufgabe haben in dem anderen Modul, die ich by the way immer noch nicht weiß. Also das Problem besteht nach wie vor mit der Aufgabenstellung, dass die einfach nicht angezeigt wird, sondern nur die Materialien dafür. Da kann man natürlich sich alles angucken, hatte ich schon mal gesagt, aber man weiß überhaupt nicht, was man damit anfangen soll, was das Ganze einigermaßen sinnlos erscheinen lässt. Aber naja, damit muss ich mich später noch auseinandersetzen, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich würde an der Stelle mal kurz in den Spectator gehen und hier im Nether mir einen Ort suchen, an dem ich in Ruhe Quarz farmen kann. Das hier sieht schon mal annehmbar aus, aber ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, sich hier gleich niederzulassen, denn da müsste ich mich durch den Stein überall graben oder weitere Höhlen suchen. Natürlich, da können wir mal schauen, hier was in der Verbindung mit der Schlucht und diesen Höhlenästen so geht. Okay, da ist ein bisschen was, aber da kann man sich jetzt auch nicht ausschließlich drauf verlassen. Naja, ich guck mal, wie viel ich eventuell rauskriege an Leveln. Das ist ja mein Hauptziel, damit es der Spitzhacke schneller wieder gut geht als neulich, als ich in Top Attack zum Beispiel rumgelaufen bin und auch versucht habe, eine Mending Pickaxe reparieren zu lassen, aber über eine Mob-Nacht, die ich gestartet habe. Und die ging dann nicht nur eine Nacht oder so, sondern tatsächlich eine Stunde. Und dann war die Spitzhacke gerade mal zu 2/3 oder zu 3/4 voll. Ich weiß nicht genau. Ihr habt es vielleicht auch in der Folge gesehen oder nee, die wird noch kommen. Ich weiß gar nicht, wie das sich aktuell verhält, aber na doch, es kann schon sein, dass die bereits online ist. Jedenfalls habe ich auch für Top Attack jetzt schon festgelegt, wenn ich das nächste Mal Level brauche, gehe ich auf jeden Fall in den Nether, egal was ist. Denn das lohnt sich ja mal so überhaupt nicht, wenn du da so viel Zeit reinsteckst und ziemlich wenig rauskriegst. Dann lieber jetzt wie hier, da sieht man schon, dass einigermaßen gute Fortschritte vorhanden sind, obwohl ich die Spitzhacke nebenbei nutze und deswegen bin ich davon überzeugt. Warte mal, hier können wir theoretisch runtergucken und schauen, ob das schon erkundet wurde. Obwohl wir es hier größtenteils mit SoSam zu tun haben und kaum mal Stellen dazwischen sind, wo man Quarz finden könnte. Außer natürlich hier mitten im Berg, da habe ich mich jetzt einfach direkt reingesetzt aus dem Spectator, denn anders kam ich nicht ran. Das ist hier echt sehr gefährlich gelegen. Übrigens muss ich auch mal Reparatur auf die Behutsamkeitsspitzhacke machen, nicht nur auf diese. Und warte, ist da hinten noch was? Ja, tatsächlich, dann begebe ich mich dahin. Und eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, ist hier dieser Effekt, den ich habe. Der geht ja noch über eine Stunde, ist mir vorhin aufgefallen. Was ebenso heftig ist, denn neulich bin ich hier einfach kurz rumgelaufen und habe den random gekriegt, weil irgend so ein Vieh mir im Weg stand. Und gleich hat das wieder solche exorbitanten Auswirkungen. Ich hoffe mal, dass das nicht allzu oft bei anderen Geschichten der Fall ist oder generell, dass die nochmal kommen und dann ist es wieder genauso. Aber das nur mal dazu, damit ich gerade die Gelegenheit nutze, wenn ich nicht mehr so im Thema drin bin. Ich glaube, das ist einigermaßen fertig auch erzählt, da noch was kurz anzumerken.
Und jetzt habe ich mich mal ausnahmsweise hier hochgestackt, ganz normal, ohne hier oben vorher drin zu stecken. Stattdessen, man muss es ja nicht immer übertreiben mit seiner Art und Weise, wie man hier vorgeht. Und wo ist denn das andere hin? Da drüben war doch noch auch an dieser Wand eine Quelle, da unten natürlich ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht allzu viel. Aber ja, ich sollte mir so langsam überlegen, was ich als Thumbnail nehme, und werde auch noch komplett abgeschossen parallel, deswegen kurz in den Spectator gehen und hier irgendwas probieren. Warte mal, vielleicht ist es ganz lustig, wenn das Skelett noch oben in der Ecke zu erkennen ist, ganz im Hintergrund. Da machen wir das auf die Art und Weise und ich kann das kurz killen. Ansonsten muss ich zugeben, dass das ganz gut funktioniert hat mit der Spitzhacke. Die ist einigermaßen voll zum Ende der Folge, da können wir uns freuen. Und in dem Sinne gebe ich langsam an das Videoende ab. Also danke fürs Zusehen, bis später und tschüss.